Ja, hallo Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV mit einem neuen Video vom Autotunnel, vom Bau der Unterfahrung, der Verlängerung der Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platzes. Ja, von hier gibt es nicht viel zu sehen, weil hier vorne die Röhre schon im Rohbau steht. Und nochmal kurz zur Erinnerung, zur Vertiefung und Erinnerung im neuen Jahr nochmal. Der Herr Gebhard Müller war einstmalst ein Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und der Herr Müller, den hatten alle so lieb, dass sie ihm hier einen Platz gewidmet haben, im Herzen der Stadt nämlich. Und dann haben wir eben die glückliche Fügung, dass hier ein Bahnhof gebaut wird, da wo dieser Baukran steht. Und man sich Gedanken machen musste, wie jemand vom, also dass da auch der Südausgang ist, des Bahnhofs, und man sich Gedanken machen musste, wie jemand vom Südausgang eben hier rüberkommt, über diesen mächtigen Schlund. Und die Lösung war dann eben nach einigem Hin und Her die Verlängerung der Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platzes. Genau. Und dann, der wird gebaut. Die eine Röhre haben wir letztes Jahr hier hingeklotzt. Die zweite kommt dann dieses Jahr. Hört sich mal, hoffentlich. Und jetzt schauen wir mal, was wir da hinten im Bereich des Portals des ehemaligen heute entdecken können. Ja, dann noch ganz kurz ein Blick in den BA24, wenn wir hier gerade vorbeihuschen. Schaut mal, hier hat man jetzt tatsächlich eine Röhre fertiggestellt. Da ist die Decke, da ist die Außenwand, da ist die andere Außenwand. Allerdings passt es nicht so ganz zum Autotunnel, weil dessen Röhre ja da sein muss, wo die Autos fahren, und dann bräuchte sie eigentlich keine Seitenwand. Das muss ich vielleicht noch mal im Bauplan studieren. Interessant ist es allemal, nicht wahr? Und schaut mal, dieses tolle Kranpanorama. Ist es nicht herrlich? Ja, Lieben, jetzt sind wir bei unserer guten alten Osterinsel angelangt. Letztes Jahr, als hier das Portal noch stand, da hat irgendjemand die frohe Botschaft, frohe Ostern, auf die Tunnelinnenwand gesprüht, gepinselt. Da dachte ich ja immer, das Portal soll an Ostern abgerissen werden. Dann ist es aber Sommer geworden und ich stand hier bei 35 Grad und war heilfroh, dass am Nachmittag dunkle Wolken aufzogen. Weil bei 35 Grad in der Sonne war das schon, ja, nicht so lustig. Ja, was gibt's zu sehen an der Osterinsel, auf der Osterinsel, bei der Osterinsel? Die Tunnelröhre kommt hier an, die fertige, fertig, aber unvollendet. Es fehlt hier einfach noch ein Stück. Und ich habe ja immer gesagt, das kann von der Höhe nicht hinkommen. Neuer Tunnel, alter Tunnel. Und ja, ihr seht, jetzt ist hier ein Bagger, jetzt wird hier noch mal ein bisschen was ausgegraben. Da unten ist wohl was betoniert und dann nehme ich mal an, das ist die Sauberkeitsschicht. Und so wird es dann weitergehen in der Tiefe und das sieht dann ja schon ganz anders aus. Ne? Und dann vermutlich leicht ansteigen, so irgendwie, ja, das dann auch. Und dann passt die Sache. Ne? Ja, und standesgemäß mit Blaulicht und Martinshorn. Verabschiede ich mich von der Verlängerung und Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz. Danke fürs Zuschauen und bis bald.